Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir haben Valen ausgeschaltet in der letzten Folge und jetzt sind wir mit der Rettungskapsel von der Gravestone auf Sakul gelandet. Wir wollen jetzt den ewigen Thron besteigen und müssen uns natürlich zudem noch vorkämpfen. Der wird sich wahrscheinlich hier in dieser Spitze befinden. Ja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Sprungtruppen stellen sich mal wieder in den Weg. Wir können eigentlich auch ihre Waffen niederlegen. Und wir bekommen wieder einiges an Post zugeschickt. Bald werden wir über diesen ganzen Planeten hier herrschen. Nicht nur über den Planeten, sondern über die ganze Galaxis. So, ich glaube, wir sollten hier weiter rauslaufen. Ja, Teron und Lana sind bei uns. Wie von Anfang an schon. Ja, schön, wie die sich noch in den Weg stellen. Oh, ein Kampfläufer. Zwei Kampfläufer. Teppich ausgerollt. Da sind wohl ein paar Zielübungen nötig. Volltreffer. Indosal meldet sich zum Dienst. Voller Tatendrang und bereit, der Allianz zu dienen. Auch wenn der letzte Schuss vielleicht meine Schulter ausgerenkt hat. Weniger jammern, mehr kämpfen. Euer Arm kann meinetwegen nur noch an einer Sehne baumeln. Ich will nur eure Rebellen. Sofort. Ich fürchte, dass es genau an solchen Sätzen liegt, dass sie nicht gut auf euch zu sprechen sind. Sie haben schreckliche Dinge gerufen. Irgendwas darüber, dass der Fremdling Kanonenfutter ist und sie euch in Millionen Einzelteile sprengen wollen. Bringt das in Ordnung, Indo? Die Rebellen sind eure Freunde. Könnt ihr sie nicht zur Vernunft bringen? Ich habe beim Grad der Freundschaft eventuell übertrieben. Sie haben jedenfalls klargemacht, dass sie mit uns beiden fertig sind. Sie starten den Angriff. Aivela, steh euch bei, Fremdling. Gut, kümmern wir uns nochmal um die letzten Ritter und um den angeschlagenen Kampfläufer hier. Ja.
Kampfläufer ist auch gleich Geschichte. Und dann hoffe ich, werden wir den Palast hier betreten können. Mal sehen, wie viel Widerstand drinnen noch zu erwarten ist. Weitere Sprungtruppen. Hängen wir hier am Geländer fest. Ja, sehr imposant hier mit den Kronleuchtern. Hört das auch nochmal auf oder müssen wir einfach zum Fahrstuhl gehen? Nee, ich glaube, das hört auch nochmal auf. Da kommt jetzt auch schon ein Ritter raus. Ja, Theron kämpft einfach mit seinen Fäusten. Das kann man natürlich auch machen, gerade wenn man so Angriff hier auf den ewigen Thron bestreitet. Da kann man die Waffen einfach mal zu Hause lassen, über den Fäusten kämpfen. Theron Power Faust. Zumindest Lana hat ihre Waffe mit. Ich glaube, da müssen wir mit Theron noch mal sprechen, was geht so. Okay, ich glaube, wir können. Jetzt sollte es besser werden. Der Sieg steht kurz bevor. Aber ihr ignoriert eine viel näher liegende Bedrohung. Die Sith-Verbündete, die ihr Imperium im Stich gelassen hat. Und der charmante Spion aus einer republikanischen Heldenfamilie. Dienen sie euch wirklich? Oder planen sie euren Niedergang, um den Thron für ihre Gruppierung zu beanspruchen? Wenn sie mich verraten, sterben sie. Jeder, der sich gegen mich wendet, wird dafür büßen. Wenn sie ihr wahres Gesicht zeigen, müsst ihr an dieser Überzeugung festhalten. Ja, vielleicht will er uns auch nur verunsichern. Sakul brennt. Die Republik leidet. Das Sith-Imperium zerfällt. Nur ihr könnt den Thron kontrollieren und euch die Stärke der ewigen Flotte zunutze machen. Okay, dann wollen wir mal. Besteige den ewigen Thron. Ja, wie es aussieht, müssen wir hier nach oben.
Okay, jetzt können wir im Kampf nicht einsetzen. Es war mir fast klar, ich wollte es trotzdem mal probieren. Ja, auch diese Flut an Sprungtruppen wird irgendwann enden. Und danach kommen bestimmt nochmal wieder Saturritter, die wir dann ausschalten müssen. Genauso wie eben auch. Ja, genau, da kommen wieder die Ritter. Ich erkenne ein Muster. Einer der Ritter haben wir ausgeschaltet. Der andere ist gerade dran. Harter Kampf hier. Nochmal zwei Ritter und sogar einen Captain dabei. In roter Rüstung diesmal. Der Captain ist eliminiert. Der letzte Ritter hier folgt zugleich. Ich hoffe, dass wir gleich im Thronsaal sind. Da dürften dann die letzten Gegner vielleicht auf uns warten. So viel trennt uns nicht mehr von dem ewigen Thron. Tief durchatmen. Ja, da ist der Thron, Leute. Da ist er. Der ewige Thron. Der Thron gehört mir. Ihr seid im Begriff, das Ende des ewigen Imperiums zu erleben. Und den Beginn meiner ruhmreichen Herrschaft. Das wurde auch Zeit. Möge die Macht euch dienen, Commander. Oh, warten wir mal, was jetzt passiert, weil Corin hat irgendeinen Plan ausgeheckt. Da bin ich mir sicher. Ah.
Flotte hat das Feuer eingestellt. Ihr habt es geschafft, Commander. Gut gemacht. Nach jahrelanger Zwietracht seid ihr zum Kaiser von Sakul geworden, zum Kommandanten der Flotte und zum Erben des ewigen Throns. Es ist Zeit für einen Wandel. Eure Familie hat genug Schaden verursacht. Ich werde sicherstellen, dass der Thron niemals wieder in falsche Hände fällt. Das werde ich auch tun. Was ist hier los? Valkorion! Ihr habt euch schon einmal in diesem Raum vor mir verbeugt. Und ihr werdet es wieder tun. Wir benutzen mal direkt das Holocron. Ich bin auf alles vorbereitet, was ihr... Ah! Verneigt euch. Wie ihr befehlt, mein Imperator. Ihr wart eine mustergültige Marionette, die ich zu einem Gefäß wahrer Macht geformt habe, das würdig ist, meinen Geist zu bewahren. Jetzt werde ich euren Körper für mich beanspruchen und erneut als unsterblicher Imperator herrschen. Ihr seid erledigt. Ich werde es genießen, euch zu zerstören, Valkorion. Seid still. Wacht auf. Wacht auf. Was ist passiert? Wer bin ich? Ihr seid der Allianzkommandant und ehemaliger Zorn des Imperators. Ihr tragt Valkorions Haut, aber ihr seid immer noch dieselbe Person, die ihr immer wart. Ich werde verrückt. Das ist eine Falle. Wie kehre ich das um? Es muss einen Weg geben, wieder die Kontrolle zu übernehmen und von hier zu verschwinden. Wo auch immer hier ist. Valkorion hat euren Verstand zersplittert und euch in den Abgrund eurer eigenen Psyche geworfen. Er hält euch für tot, aber ihr habt überlebt, indem ihr seine Form angenommen habt. Findet das Holocron. Rettet euch. Okay, Leute, wir müssen das Holocron finden. Wir haben hier einige Fähigkeiten. Machtsturm, dunkles Ritual, dunkle Explosion, Phasenverlagerung, Phasensprung und Phasenteleport. Ja, wir werden in der nächsten Folge dann gucken, dass wir das Holocron finden und uns vielleicht hier wieder befreien können. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Ball bleibt und wieder einschaltet. Also bis dahin, liebe Leute.